hallo. Wir sind wieder im Schwarzwald unterwegs. Heute an der Schwarzenbachtalsperre. Das Wetter ist, naja, ein bisschen durchwachsen, aber es liegt wieder schön Schnee. Es ist wieder um die 0 Grad. Und wir möchten einfach hier ein wenig uns umschauen, weil auf der Schwarzenbachtalsperre kann man wohl auch Boot fahren. Man kann schön drumherum laufen, ist also wunderbar auch geeignet zum Testen unserer Backcrafts. Genau, das machen wir freilich heute nicht. Dazu ist das Wetter zu unbeständig, ist auch ganz schön windig teilweise. Aber wir wollen einfach mal ein Stück weit drumherum schauen. Also, wenn ihr mitkommen wollt, bleibt dran, auf geht's. Los! Nach der rund 400 Meter langen Mauerkrone kommen wir an diesen Informationstafeln vorbei. Sie informieren über Historie und Funktion des Stausees. Und Marlies fotografiert bereits die ersten Weidenkätzchen. Der Stausee ist rund 2,5 Kilometer lang, wurde 1926 fertiggestellt und dient vor allem der Stromerzeugung und der Rückhaltung des Schmelzwassers. Dient also dem Hochwasserschutz. Und hier werden wir darüber informiert, dass man auf eigene Gefahr baden kann. Zu paddeln, das hat Norwegen-Charakter, weißt du das? Ja. Echt, also, das muss man wirklich sagen. Das ist aber glatt hier. Ja gut, das muss in Norwegen nicht unbedingt genauso sein. Aber es sieht wirklich wie so ein Fjord. Ja. Oder eben so ein gestautes. Aber ja, wie so. Ringsherum. Genau. Diese Wildnis so im Winter, also das ist doch gigantisch, das ist echt schön, du? Glatt, verdammt glatt. Und nicht weit weg von zu Hause wieder mal, sehr ja. Schön. Der Schwarzwald ist herrlich. Man, da überall, nee, wow, glatt. Oh, da kannst du nicht mal hältst, den tun wir auch. Also irgendwie ist der Wurm drin heute. Nichts macht, wie es soll. Die Kamera lässt sich nicht auf den Frontbildschirm umschalten. Nach dem letzten Update. Glatt sind die Wege. Der Wind ist zu stark zur Drohne fliegen. Okay, wir machen das Beste draus, wie immer. Oh, herrlich. Schaut mal. Ach Leute, schön ist es irgendwie, herrlich. Auch wenn die Bedingungen irgendwie... Eigentlich ist es schön. Eigentlich ist es schön, genau. Na, vielleicht können wir die Drohne nachher doch noch mal ein bisschen hochlassen. Ist ja geschützt. Im Moment hier scheint es ein bisschen ruhiger. Ja, gucken wir mal hier vorne so. So ein bisschen in die Ecke. Da ist es ein bisschen geschützter. Da kriegt man noch mal schönere Perspektiven als einfach so. Aber schaut mal. Das ist doch einfach toll. Hier im oberen linken Bildrand erscheinen die Propeller von der Drohne.
zeigt mir, dass es doch ganz schön windig ist dort oben. Und ja, auf dem Display erscheint auch die Windwarnung. Hier auf dem Wasser sieht man dann auch, wie die Böen herankommen. Ich muss vorsichtig fliegen. Hier entdeckten wir übrigens auch durch die Drohnenaufnahmen einige Stellen, wo wir unsere Packrafts zu Wasser lassen könnten. Ah, der See beginnt schon halb zuzufrieren hier. Ja, liebe Freunde, die Hälfte ungefähr haben wir jetzt von der Umrundung fertig. Müssen mal schauen, wie wir wieder zurückkommen. Eventuell müssen wir hier den gleichen Weg wieder, sonst müssten wir auf der Straße laufen, das wäre nicht so toll. Das hier ist nun wirklich das Ende vom Stausee, der Zufluss vom Schwarzbach, wonach ja auch die Talsperre benannt ist. Und hier geht es nun weiter und wir versuchen auf der anderen Seite dann wieder nach vorn zu kommen. So, das ist jetzt hier etwas tricky, da sind wir uns nicht ganz im Klaren, ob das wirklich funktioniert. So, wir landen auf der Straße da oben, wa? Ich weiß nicht, ob das dann sinnvoll ist. Ich denke mal, wir machen einfach kehrt. Also für uns machen wir doch lieber hier kehrt und laufen den Weg wieder zurück. Das ist doch echt Wahnsinn. Herrlich, so was Tolles. Ja. Ja.
Das ist wirklich klasse. So, liebe Freunde, das Licht wird immer schlechter, es wird immer dunkler jetzt. Wir sind auf dem Rückweg, da vorne ist auch schon die Staumauer. Und möchten wir das Video halt an der Stelle beenden. Wir hoffen, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Und ja, ich denke mal, solche Attraktionen oder solche Abenteuer werden wir immer mal wieder machen. Und es ist einfach schön hier in der Natur so bei frischer Luft. Einfach draußen sein zu können. Immer noch glatt. Und immer noch glatt, ja. Okay, also, wenn es euch gefallen hat, wie immer, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, verpasst da keine weiteren Videos. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.